Hallo, meine lieben Parfümfreunde. Ja, endlich bin ich wieder da und ich habe so vermisst, die letzten 6 Wochen das endlich mal wieder sagen zu können. Also, ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ich krieg's noch hin, Videos zu drehen. Ja. Wir haben angefangen mit der Rosenwoche. Die Videos habe ich noch gedreht, Anfang September, bevor ich weggefahren bin. Dann war ich weg. Hatte einige Proben dabei zum Testen und Tragen und möchte doch jetzt, ja, bevor ich mit meinen neuen Ideen starte, erstmal mit der Rosenwoche weitermachen, wird aber jetzt wieder ein Vlog. Und zwar werden wir heute folgenden Duft testen. Ich habe hier eine Probe von Portrait of a Lady aus der Edition de Parfum Frédéric Malle, die ich sehr hübsch fand. Da erzähle ich euch gleich noch die Geschichte dazu. Und eine Abfüllung hatte ich davon auch noch bestellt, die ich doch jetzt direkt mal sprühen werde. Oh, nicht atmen währenddessen. Okay, Moment. Ich muss dazu sagen, dass mein Pulli sowieso noch danach, jetzt hätte ich fast gesagt, stinkt. dass mein Pulli sowieso noch danach riecht, weil, ja, ich habe die letzten Tage diesen. Trage? Ich habe die letzten Tage diesen Duft rauf und runter getragen und auch als ich weg war, habe ich ihn wirklich exzessiv getragen. Am Ende der Rosenwoche hatte ich ja noch, beziehungsweise Tag 4 habe ich jetzt heute hochgeladen, da habe ich ja noch erzählt, dass ich ihn nur bisher mal kurz auf der Hand getestet habe. Ja, und jetzt muss ich doch wirklich sagen, kann ich doch eine bisschen fundiertere Review darüber abgeben, weil ich diesen Duft wirklich rauf und runter getragen habe. Ich halte die Rose, die hier drin ist, für relativ jahreszeitenunabhängig, finde aber, dass sie jetzt zum Herbst hin sehr gut rauskommt. Also ich habe ihn auch wirklich erst getragen, als die Tage ein bisschen kälter wurden und finde ihn wirklich, wirklich sehr schön und angenehm und möchte euch doch noch mal ganz kurz erzählen, was wir denn überhaupt hier alles drin haben. Also wie gesagt, Portrait of a Lady ist ein Parfum aus der Edition de Parfums Frédéric Malle. Und ja, Frédéric Malle, die Marke, stellt auch immer einen Parfümeur sehr in den Vordergrund, was ich sehr schön finde, weil der Name des Parfümeurs tatsächlich auch auf der Packung draufsteht. Ich blende euch mal ein Bild ein. Der Duft ist von 2010. Der Parfümeur ist hier kein geringerer als Dominique Roupion, von dem ich auch wirklich ein paar Düfte besitze, die ich wunderschön finde. Mein Lieblingsduft von ihm, ja, ist vielleicht sogar, also Portrait of a Lady könnte sein, dass der jetzt mein Lieblingsduft wird. Will ich aber noch nicht so sehr beschreien, weil ich ihn, wie gesagt, jetzt erst seit, ja, sag ich mal, ein, 2 Monaten exzessiv trage. Und bisher mein liebster Duft von Dominique Roupion ist von A Lab on Fire, der What We Do in Paris is Secret, der ja als Dupe gehandelt wird zu Job Le Brun. Ja, was nicht so ganz stimmt, da will ich auch noch mal ein Video zu machen, das soll jetzt hier kein Thema sein, denn wir reden über Rosendüfte. So, okay. Folgende Duftnoten haben wir jetzt hier enthalten. Wir haben in der Kopfnote Gewürznelke, Himbeere, Rose, schwarze Johannisbeere und Zimt. In der Herznote haben wir Patchouli, Sandelholz, Weihrauch und in der Basis haben wir Amber, Benzoin und Moschus. Ja, und was soll ich sagen? Der Duft startet rosig, aber mit noch so einer Tiefe. Also ich finde tatsächlich, dass man Johannisbeere und Himbeere am Anfang gar nicht so stark wahrnimmt, sondern den Weihrauch tatsächlich. Weihrauch und Patchouli, die diese Rose sehr schön unterstützen, die auch, ja, für mich so ein würziges Herbstfeeling hervorrufen. Und wenn der Duft sich dann legt, dann kommt, ja, auch diese Himbeere und diese schwarze Johannisbeere etwas stärker raus, aber sie ist keinesfalls zu katzenartig. Für mich ist es ein blumig-würziger Duft mit einer dezenten Fruchtigkeit, mit einer dezenten Süße. Er wird zu keiner Zeit zu süß. Ich habe irgendwas hier gelesen von Johannisbeergelee oder so. Nee, würde ich auch nicht sagen. Die Johannisbeere ist auch nicht zu katzenartig. Also die Frucht ist wirklich sehr gut ausbalanciert und stört die Rose keineswegs, sondern alle Duftnoten, ja, tragen hier dazu bei, dass dieser Duft wirklich wunderschön unterstützt wird und die Rose in ihrer schönst möglichen Art aufblühen kann. Ich denke hier an eine relativ üppige rote Rose, die nicht zu süß ist, die aber ja eben so einen runden Rosenduft abgibt und
Ich muss dazu sagen, der Duft hält auf meiner Haut nicht sehr lange. Er geht schnell in die Basis über, die aber auch, also in der Basis sticht auch keine Note hervor. Wir haben ja, wie gesagt, Amber, Benzoin, Moschus. Und ich finde aber eher, dass in der Basis tatsächlich auch noch Patchouli und Weihrauch sehr präsent ist. Ja, das ist vielleicht die präsenteste Note, diese Patchouli-Weihrauch-Würzigkeit, die sich durch den Duft zieht, die auch so eine ganz leichte Erdigkeit mit dazu hat. Ja, wie gesagt, auf meiner Haut hält dieser Duft nicht so besonders lange. Auf der Kleidung hält er wahnsinnig lange. Ich habe jetzt eben gerade, weil ich mal kurz draußen hatte, meine Jacke an, die ich vor ein, zwei Tagen anhatte, als ich den Duft gerade frisch aufgetragen habe. Die riecht immer noch danach. Also ein Duft, der mir auch nicht überwirkt. Ich habe ja auch so einen beliebten, ich hole ihn mal gerade, Moment. Also, mein heiliger Gral an Rosendüften war bisher immer dieser hier von Atkinsons Fashion Decree. Ja. Der mit einem sehr baldrianartigen Patchouli daherkommt. Also, ich würde sagen, Portrait of a Lady ist sehr viel erdiger. Und der Weihrauch gibt natürlich auch nochmal diese besondere Note. Und Fashion Decree hat noch so eine pudrige Magnolie mit dabei. Und wenn man wirklich nur die Rose möchte, dann ist man auf jeden Fall mit Portrait of a Lady besser bedient. Ich überlege mir auch noch einen ganzen Flakon zu kaufen. Ja, will aber erstmal die Abfüllung aufbrauchen, um zu sehen, dass ich den Duft auch wirklich, wirklich trage. Gestartet hat das Ganze mit Portrait of a Lady mit einer Probe aus der Parfümerie Le Senteur aus London, aus der Elizabeth Street. Den Link des Online-Shops verlinke ich euch auch mal. Wenn ihr in London seid, geht in diese Parfümerie. Ich bin da so ganz unbedarft reinspaziert. Ich glaube, das war vor 2, 3 Jahren im Juni. Und war auf der Suche nach dem perfekten Rosenduft und habe mich dann eingesprüht mit Maison Francis Courgeant à la Rose, weil ich einen Sommerrosenduft gesucht habe. Habe dann auch mit dem Besitzer sehr nett geplaudert. Zum einen über die Marke Maison Francis Courgeant. Zum anderen aber auch über, ja, ich bin auf der Suche nach der perfekten Rose. Und ich habe dort nichts gekauft. Ich wollte, wie gesagt, erstmal nur was testen. Wurde aber trotzdem sehr, sehr freundlich bedient und behandelt, was ich immer sehr nett finde, weil ich meine, man weiß ja nie, wer in den Laden reinspaziert und sich im Endeffekt dann doch dazu entschließt, den Duft dort zu kaufen. Ich war aber nur kurz dort, deshalb konnte ich mir dort dann kein Parfum mehr kaufen. Aber er war so freundlich und hat mir noch ein paar Düfte mitgegeben. Zum einen einfach, ja, zum einen diesen Portrait of a Lady, den ich aber erst dieses Jahr tatsächlich für mich entdeckt habe und getestet habe, weil der in irgendeiner so Grabbelkiste bei mir verschwunden ist. Und genau, daraufhin habe ich mir bei Parfumo noch diese Abfüllung, also die war nicht ganz voll, ein paar Sprühe habe ich jetzt genommen. Die war vielleicht zur Hälfte voll. Habe ich mir dann noch besorgt, um einfach ja, diesen Duft länger und mehr davon zu haben, um ihn testen zu können. Und bin doch wirklich sehr überrascht, wie gut er mir gefällt, weil Johannisbeere immer so eine Sache ist. Im Miller Harris Rose Silence haben wir auch Johannisbeere drin. Den habe ich hier noch stehen. Der war vor ein paar Tagen ja das Thema und ich würde ihn auch mit diesem Duft vergleichen, aber Miller Harris hat natürlich nicht diese Patchouli-Note und auch nicht diese Weihrauchnote mit drin. Ansonsten sind sie sich schon ähnlich. Und es gibt auch noch einen Duft, der als Duftzwilling gehandelt wird, kann ich aber gar nicht so verstehen. Nämlich von Diptyque Eau Capitale. Ich habe letztens eine Frau getroffen, die den tatsächlich auch getragen hat. Und er hat für mich sehr viel balsamischer gerochen. Der Patchouli geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Ja, in der Kopfnote kann man sie vielleicht vergleichen, aber Eau Capitale, die Rose ist sehr schnell dahin. Sehr schnell, ja. Ich will nicht unbedingt sagen verwelkt, weil der Duft eigentlich auch ein ganz schöner Duft ist, der mir ganz gut gefällt. Aber bei Portrait of a Lady haben wir eine sehr viel bessere Haltbarkeit. Alle Duftnoten, ja, wirken irgendwie hochwertiger und Eau Capitale wäre für mich eher, glaube ich, ein schönerer Raumduft. Diptyque ist ja auch eine Marke, die Duftkerzen und Duftsprays herstellt. Und da könnte ich mir eher vorstellen, den Duft ja als Duftkerze zu benutzen, weil er nicht so die starke Entwicklung hat. Man hat da die Rose, die verschwindet schnell. Oh, da fliegt gerade eine Wespe ans Fenster und tschüss.
Die Rose, die verschwindet schnell und dann hat man eben noch diesen Patchouli-Nachklang und der hat auf meiner Haut auch wirklich überhaupt nicht gehalten. Portrait of a Lady hält ein bisschen länger, aber wie gesagt, auf Klamotten hält er gut. Ich werde nachher auch nochmal einchecken, um euch zu zeigen, beziehungsweise um mit euch zu besprechen, wie der Duft mir nun gefallen hat, wobei ich euch eigentlich jetzt auch schon sagen kann, dass der Duft mir super gut gefällt. Und ich wirklich auch überlege, ihn mir vielleicht zu Weihnachten zu schenken. Das wäre vielleicht eine gute Idee. So, ja, ich war eine ganze Zeit lang nicht da. Es ist einiges passiert hier, was ich euch natürlich noch nicht gezeigt habe. Dazu bin ich überhaupt nicht mehr gekommen. Ist mein Schreibtisch. Das will ich aber jetzt mal tun. Denn hier steht noch eine ganze Menge rum und ich will gleich auch noch einen neuen meiner Sammlung Video abdrehen. Ja, tatsächlich vom August fehlen mir noch eine ganze Menge Düfte, die ich euch zeigen wollte. Zum Beispiel der hier von Parlement de Parfum, eine Marke, die ich ganz toll finde. Da habe ich ja einige Proben und da wollte ich euch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, das denke ich, werde ich heute noch schaffen. Ich glaube, den September schaffe ich heute nicht. Da habe ich euch aber letztens ja schon in dem anderen Rosen-Wochen-Vlog habe ich euch ja schon hier die Parfum-Neuheiten gezeigt, die ich hier noch stehen habe mit Angel Nova und Libre, den Intense und auch von Idole L'Intense. Und es kamen dann noch ein paar andere an. Zum Beispiel auch, ach ja, das passt jetzt super in die Rosenwoche, das kann ich euch nochmal zeigen. Zu meinem liebsten Rosenduft von Kiehl's, der Patchouli and Fresh Rose, habe ich noch ein Backup original versiegelt. Da hoffe ich doch wirklich sehr, dass der Duft nicht gekippt ist. Ich werde ihn aber jetzt noch nicht öffnen, sondern erst, wenn mein kleines aufgebraucht ist. Ja, ich dachte immer, ich muss den Duft unbedingt aufheben, damit ich ganz lange noch was davon habe, aber so ein Quatsch. Ich benutze ihn jetzt einfach. Also benutzt eure Düfte und wenn sie alle sind, sind sie alle, beziehungsweise werdet ihr vielleicht neue Lieblinge finden. Genau. Ja, soweit. Eine kleine Sache will ich euch noch zeigen, die angekommen ist. Und zwar bin ich total begeistert. Das habe ich auch auf Instagram in den Stories schon gezeigt. Aber, oh mein Gott, was ich noch erstanden habe. Schaut euch mal das bitte an. So. Ich muss mal raus, sonst sieht man es, glaube ich, nicht. Eine Miniatur von Jean-Paul Gaultier Fragil oder Fragile. Und es ist einfach mal eine Schneekugel. Ist das nicht absolut kitschig? Der Duft ist ein würziger Duft mit Koriander, auch entwickelt von Francis Courgeot. Und ja, dieser Flakon ist einfach so besonders. Auf eBay gibt es den auch mittlerweile zu horrenden Preisen. Und was ich noch ergattert habe, das muss ich euch direkt auch mal so zeigen. Einen Moment. Wie gesagt, hier steht wirklich noch eine ganze Menge rum. Ach ja, unter anderem auch, den können wir vielleicht nachher nochmal sprühen, weil ich weiß, dass der viele Leute interessiert, obwohl ich da auch nochmal ein eigenes Video drüber machen möchte. Aber so als kurzer Sneak Peek kann ich es euch ja schon mal verraten. Und zwar Tom Ford Bitter Peach. Ich finde den Duft ganz lustig. Also ich würde sagen, was heißt ganz lustig? Es ist ein Spaßduft, ne? Ich habe ja so die Kategorie Guilty Pleasure. Da habe ich so ein paar nicht ernstzunehmende Parfums, also was heißt nicht ernstzunehmende, aber mehr so Spaßparfums eingeordnet, die vielleicht eher ja überfruchtig sind oder mehr so ein bisschen girly, aber die ich trotzdem sehr gerne trage. Und ich würde sagen, Bitter Peach könnte da vielleicht auch gut reinpassen. Ein Duft, der nach Pfirsich riecht mit einem minimalen Hauch Angel, aber jetzt verrate ich es euch ja schon. Wir testen den einfach später nochmal so. Was ich noch bekommen habe, sind Miniaturen hier von Jean-Paul Gaultier Classique. Das eine war ein Eau de Toilette, das andere war ein Parfum. Und diese wunderschöne Box. Ist die nicht traumhaft? Auch alles Parfums. Ich weiß nicht, ob ich sie benutzen werde, aber ich finde sie einfach so, so traumhaft süß. Und ja, da schlägt einfach mein Miniaturensammlerherz wieder sehr stark für. Aber was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie es auf meinem Schreibtisch aussieht. Ein bisschen habe ich aufgeräumt. So, hier haben wir jetzt noch die ganzen Düfte, die mich im September, nein Quatsch, im August erreicht haben.
Das sind die Düfte, die mich im September erreicht haben und hier an der Seite stehen die auch schon für den Oktober, also ja. So sieht's jetzt nach meinem Videodreh aus. Aber jetzt kann ich die endlich alle mal wegräumen und möchte euch doch nochmal zeigen, was heute angekommen ist. Und zwar eine ganze Menge Abfüllungen. Das sind alles Herrendüfte, die ich jetzt nach und nach doch auch mal ja, durchtesten werde, weil erstens finde ich das Thema sehr interessant, zweitens würde ich selbst auch Herrendüfte tragen und drittens möchte ich ja auch ja, mal für euch Männer ein paar Düfte vorschlagen und vorstellen. Ach so, mit dabei zum Beispiel, ne? Givenchy Play Intense haben wir hier. Dann haben wir hier Le Male Popeye, da weiß ich gar nicht, ob der überhaupt noch hergestellt wird. Invictus, den kenne ich schon. Dann Von Geller Homme Intense, Paco Rabanne Black Excess, L'Aphrodisiaque, Dior Homme Intense und so weiter und so weiter. Ja, willkommen zurück, meine Lieben. Ich habe Portrait of a Lady jetzt ja seit ein paar Stunden aufgesprüht und kann nichts anderes sagen, als dass er mir immer noch sehr gut gefällt. Was mir aber jetzt nochmal aufgefallen ist, ist, dass der Duft keine besondere Entwicklung durchmacht. Wie gesagt, zum Anfang ist diese Kombination aus Patchouli und Weihrauch sehr viel stärker. Dann blüht die Rose auf, dann kommen die Früchte dazu, also Himbeere, Johannisbeere. Sobald der Duft dann dieses Stadium erreicht hat, verändert er sich bei mir nicht mehr besonders stark und ja, läuft linear aus. Wie gesagt, auf Kleidung ist der Duft sehr haltbar, auf der Jacke hält er jetzt schon 2 Tage durch, auf meiner Haut ist er nicht ganz so haltbar, aber was ich doch jetzt nochmal nutzen werde, dass ich ihn eben nicht hier aufgesprüht habe, weil ich mit euch noch einen sehr besonderen Duft testen möchte. Da hat mich die Probe vor 2 Tagen erreicht. Ich habe ihn auch schon mal kurz angetestet. Also wird es jetzt nicht wirklich First Impression, sondern Second Impression. Und zwar Tom Ford Bitter Peach. Der ist ja relativ neu rausgekommen. Ich glaube, er ist auch noch gar nicht so lange hier erhältlich. Vielleicht 1, 2 Monate, wenn überhaupt. Ja. Bitter Peach, bitterer Pfirsich. Parfümeur ist hierzu nicht angegeben, wie bei sehr vielen der Tom Ford Düfte. Ich weiß auch nicht, warum die da so, ja, ein kleines Geheimnis draus machen. Wir haben hier in der Kopfnote Weinberg Pfirsich. Ich wollte schon Weinberg Schnecke sagen. Weinberg Pfirsich, Sizilianische Blutorange, Kardamom. In der Herznote haben wir Heliotrop, Davana, Rum Absolu, Cognac, Jasmin Sambac Absolu und in der Basis haben wir neukaledonisches Sandelholz, Benzoe, Kaschmeran, Vanille, Tonkabohnen Absolu, Labdanum Absolu, Styrax und indonesisches Patchouli. Und ich habe schon sehr viele Meinungen dazu auch gehört und gelesen. Die einen haben gesagt, er ist ihnen nicht dicht gepackt genug. Die anderen haben gesagt, er erinnert an Angel. Irgendwer hat ihn statt Bitter Peach gemeint, er würde besser Bitter Quietsch heißen. Die einen fanden ihn zu süß, die anderen fanden ihn zu sauer. Und ja, 100 Leute, 100 Meinungen. Aber das Ganze wollte ich dann testen. Und fand, beim ersten Sprühen kommt einem doch direkt eine ganz dezente Angel-Note rüber. Keine zu besonders starke, also vielleicht nur so in der Kopfnote ist vielleicht 5% Angel mit drin. Was ausgelöst wird hier durch das Patchouli. Ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Patchouli eben nicht erst in der Basisnote erscheint, sondern direkt zu Beginn zum Sprühen hin riecht man schon das Patchouli. Ja. Also wir haben hier einen saftigen Pfirsich zu Beginn mit, sagen wir mal, ja, vielleicht am Anfang ist es doch mehr als 10% Angel. Diese Angel-Note wird sich im weiteren Verlauf abschwächen. Am Anfang merkt man schon so eine dezente Bitterkeit. Die Bitterkeit wird im Zwischenteil nochmal zunehmen. Ja. Leichte Süße haben wir hier auch drin, aber der Duft ist für mich sehr gut ausgewogen und in der Basisnote, beziehungsweise im Abgang, im Drydown, würde ich den Duft so beschreiben, dass er nicht mehr wirklich bitter riecht. Er ist auch nicht zu süß, sondern wir haben hier ja so einen samtigen, cremigen Pfirsich, wie in so einem Cremetörtchen oder Creme-Dessert verarbeitet, aber
wirklich sehr sanft. Und ich glaube, das ist auch das Problem vielen Leuten, ist der Duft einfach zu sanft. Ich hatte ihn jetzt auf der Haut getestet, das erste Mal auch. Muss aber sagen, dass ich ihn am nächsten Tag immer noch gerochen habe. Da kam dann so eine leichte Synthetik-Note raus. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er wirklich auf der Kleidung durchhält. Aber mein erster Eindruck von dem Duft ist ganz gut. Wie gesagt, ich empfinde ihn jetzt eher als einen Spaßduft, nicht unbedingt als ein hochgradig durchkomponiertes, ernstzunehmendes Parfum. Ja, irgendwie ernstzunehmend vielleicht schon. Aber für mich ist es eher so ein gute Laune Spaßduft, vielleicht auch eher so ein Einschlaf- und Kuschelduft. Wobei ich auch denke, dass er mich tagsüber, ja, dadurch, dass er eben so schnell in den Drydown übergeht, nicht zu sehr nerven würde. Und genau, ich will euch aber noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, zu meinen drei liebsten Tom Ford-Düften im Moment. Einen habe ich auch als großen Flakon da. Den habt ihr, vielleicht habt ihr ihn schon gesehen, will ich euch jetzt aber nicht verraten. Genau, da will ich euch auch noch mal was zu erzählen in einem der nächsten Videos. Und ja, wenn ihr Pfirsichdüfte mögt, mit einer leichten Bitterkeit, wenn ihr es nicht zu süß und sirupig haben wollt, guckt den euch mal an. Ob es unbedingt ein Must-Have ist, ja, muss jeder selbst entscheiden. Tom Ford-Düfte sind ja jetzt auch nicht gerade günstig und die neu rausgebrachten Düfte, ich glaube, da ist man, ja, eine ganze Menge Geld los. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wie teuer die sind. Ich glaube, für 50 Milliliter zahlt man da schon so die 260 Euro. Ja, ist so eine Frage, ob das jeder mit seinem Gewissen oder seinem Geldbeutel vereinbaren kann. Da möchte ich aber ganz kurz noch eine Marke erwähnen, die auch ganz gute Dupes macht. Teilweise auch Dufthybriden oder ältere Versionen bekannter Düfte rausbringt. Zum Beispiel von Abercrombie & Fitch, von dem bekannten, beliebten Fierce. Und zwar ist das Dua Fragrances bisher nur in den USA erhältlich und auch nicht gerade günstig, aber Dua bietet wirklich eine tolle Qualität an und ja, wollte ich nur kurz nochmal gesagt haben. Das war's für heute. Morgen geht's dann weiter mit der Rosenwoche, die wir ja immer noch haben. Und zwar will ich morgen diesen Duft tragen. Das ist von Juliette Hesgan Miss Charming. Und zwar habe ich hier so ein Purse Bullet. Das ist hier so eine kleine Kanonenkugel mit, ja, Duftölen. Genau. Miss Charming und ich sind morgen wieder an. Genau, Miss Charming und ich sind morgen wieder am Start. Und genau, was ich immer gerne vergesse zu erwähnen, gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefällt und abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr auch genauso wie ich nicht genug bekommen könnt von Parfum. Und ja, wir testen hier alles Mögliche und ich gebe euch meine ehrliche Meinung dazu. Ich bin weder gesponsert noch voreingenommen. Ja gut, vielleicht. Sagen wir jetzt mal, es gibt Marken, die sind mir nicht ganz so sympathisch, da vielleicht schon, aber ich probiere, ja, immer erstmal sehr neutral an die Sache ranzugehen, weil jede Nase ist anders und probiere auch, wenn es vielleicht nicht, wenn die Düfte nicht meinem persönlichen Geschmack entsprechen, ja, auch trotzdem zu überlegen, wem man diese Düfte vielleicht empfehlen könnte und für wen sie geeignet wären. Ich denke, das macht die Sache auch mit aus. Gut. Bis morgen, bleibt gesund.